Ausgereift genug war auch Giovanni Presadola hier noch nicht. Bis vorhin im Probedurchgang, da ging es endlich mal weiter runter. Jetzt hat er es gut. Ja, gute Bedingungen. Er war gestern in der Einzelkonkurrenz nicht dabei, hat sich nicht qualifizieren können. Und das ist für einen eigentlich guten Flieger wie Presadola eine kleine Ohrfeige gewesen. Und hier ist er wieder hoch genug. Das ist es doch wieder. Und jetzt fällt er auch hin. Eine Kombination aus Höhe, Landedruck und vielleicht auch etwas ungünstig präparierter Piste. 226 Meter, er bleibt noch liegen. Da sind gleich zwei Betreuer da. Fernsehen haben sich darauf verständigt, dass sie da nicht zu viele Bilder und zu nahe Bilder zeigen wollen bei solchen Vorfällen, solange nicht klar ist, was mit den Betroffenen passiert ist. Wir sehen jetzt hier, dass sie ihn wahrscheinlich in den Schlitten legen werden und dann rüberfahren in diese kleine medizinische Einheit, die hier aufgebaut ist und die mit allem ausgestattet ist, was man bei der Überprüfung brauchen kann. Woran lag's? Die Höhe, er war sehr hoch, fällt runter. Da fällt er leider richtig auf den Kopf drauf. Ja, und gleich bei der Landung macht das Knie eine ganz blöde Bewegung. Das sieht leider nicht so gut aus, oder sollen wir besser sagen, es sieht so ähnlich aus wie beim Finnen Etunosiainen vorgestern.